So, liebe Teilnehmer, ich hoffe, Sie können mich hören und zum Teil auch sehen. Ich gebe den Teilnehmern noch mal ein paar Sekunden, weil bei 9:30 Uhr pingelt es jetzt wahrscheinlich überall und jetzt kommen die Leute noch zahlreich rein. Darum noch vielleicht 1, 2 Minuten Geduld, bitte. So, und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal meinen Bildschirm teilen. Dann können wir gleich direkt loslegen, sozusagen. Es scheint sich soweit erstmal eingependelt zu haben, dass keine weiteren Teilnehmer kommen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben heute ganz wichtige Themen vor uns. Es betrifft ganz vornehmlich das Thema Microsoft. Zuvor würde ich mich ganz gerne einmal vorstellen. Mein Name ist Stefan Hajdukiewicz. Ich bin bei der PCO sogenannter Sales Specialist für Cloud und Modern Workplace. Klingt manchmal etwas hochtragend. Im Endeffekt versteckt sich dahinter nur Microsoft und Citrix mit den Herstellern und deren Portfolio. Wir haben die New Commerce Experience von der Microsoft als Agenda, beziehungsweise vor der Brust besser gesagt. Ich würde Sie gerne einmal mitnehmen. Was ist überhaupt NCE? Was ist CSP vielleicht für manche? Das ist ja manchmal nicht ganz so klar. Welche Optionen haben Sie als Kunden? Was gibt es für Termine, Deadlines etc.? Ich habe einen kleinen Zeitstrahl für Sie aufbereitet. Da können Sie quasi sehen, wann der beste Zeitpunkt ist, zu agieren und nicht zu reagieren. Im Zuge dieser New Commerce Experience haben wir Ihnen ein Bundle zusammengeschnürt, was wir Ihnen gerne vorstellen möchten, aus dem Bestmöglichen, was wir von der PCO im Portfolio haben. Was sind die To-Dos auf Ihrer Seite? Was sollte man auf keinen Fall vergessen? Und am Ende haben wir noch eine relativ große Fragerunde erstmal initiiert. Wir sind heute relativ viele Teilnehmer. Die Teilnehmeranzahl war ja fast 90% unserer Microsoft-Kunden. Das heißt, ich weiß nicht, wie sehr das ausartet. Hier liegt aber wirklich der Fokus. Sie können Fragen gerne zwischendurch stellen. Ich habe allerdings beide Bildschirme ja im PowerPoint-Modus. Das heißt, meine Kollegin, die Chantal Behrens, würde mir dann zurufen. Also wenn es thematisch passt, können Sie gerne mit reinrufen. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich es auch finde. Zwischendrin sehen Sie auch ab und zu mal solche Umfragen. Wirklich im Teams, da würden wir uns freuen, wenn Sie die beantworten. Das hilft uns auch im Nachgang, ja, Sie ein Stück weit besser zu betreuen mit den Dingen, die anstehen. So, CSP versus NCE, nach dem Credo, der König ist tot, es lebe der König. Im Endeffekt sprechen wir von zwei Bezugsmodellen. CSP und NCE ist kein Produkt oder keine Lösung, sondern das ist das Bezugsmodell. Sie kennen vielleicht ein ähnliches von ähnliche wie ein Open Value, ein SPLA, ein Open Licensing. Genauso wie das Bezugsmodell sind die neuen, die CSP und das NCE. Das CSP ist jetzt quasi ja, vor dem Untergang. Hierhinter verbergen sich eigentlich alle Cloud-Produkte, also alle M365-Pläne. Den Begriff Pläne benutzt Microsoft ja häufig, ja eigentlich für den Begriff Lizenzen. In einem Plan sind meistens verschiedene Funktionalitäten. Also ich benutze diesen Begriff auch etwas synonym, also Pläne gleich Lizenzen, könnte man sagen. Im CSP kaufen Sie wahrscheinlich schon ja die klassischen M365-Pläne ein, wie vielleicht eine Business Premium, eine E3, eine E5, vielleicht aber auch einzelne Funktionalitäten wie ein Exchange Online, ein Visio oder ein Project. Im Endeffekt sind das alles Lizenzen, die sich in der Cloud bewegen. Der Bezug findet weiterhin direkt über Microsoft oder über uns mit der PCO statt. Bei der PCO dann natürlich mit einem dedizierten Ansprechpartner. Mit der Möglichkeit, dass man natürlich ja, ein perfektes Lösungsportfolio darauf abgestimmt bekommt, was man denn möchte. Und natürlich gibt es bei uns auch Rabatte auf den UVP, die es so bei Microsoft ja eher selten gibt. Das Lizenzmodell an sich bleibt erstmal gedanklich gleich. Also wir haben sowohl die Möglichkeit, monatlich als auch jährlich Modelle, also Abonnements abzuschließen.
beim NCE, beim New Commerce Experience, soll das dann auch im 36-Monats-Abo möglich sein, was Stand heute noch nicht möglich ist. Wichtig ist, technisch ändert sich eigentlich erstmal gar nichts. Es ist eine rein kaufmännische Umstellung der CSP-Lizenzen. Das heißt, rein technisch merkt der Admin und der User eigentlich erstmal wenig, außer der Admin ist dafür zuständig, die Lizenzen zu beschaffen. Sie können die Lizenzen genauso weiter, ob man das jetzt über 12 oder 36 Monate macht, genauso monatlich abrechnen. Hier ändert sich erstmal nichts. Sie können nur nicht quasi in einem Abo-Modell von 12 oder 36 Monate zwischendrin, ja, sagen wir es mal, wie es ist, aussteigen. Das Wichtigste, das CSP, wie wir es kennen, hat ein Ablaufdatum zum 28.02.2022. Also ziemlich genau heute in einem Monat, was für eine Umstellung nicht besonders viel Zeit ist, wenn man jetzt interne Prozesse hat, die etwas länger dauern. Das heißt, heute ist wirklich der Zeitpunkt, um sich genau mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und vielleicht auch schon zu handeln. Aber erstmal noch ein Stück zurück. Was ist neu im NCE, in der New Commerce Experience? Die New Commerce Experience startet zum 1.3.2022. Und am Anfang muss ich Ihnen jetzt leider erstmal ganz viele negative Dinge nennen, aber die sind nun mal Fakten, die Microsoft so geschaffen hat. Nahezu alle bekannten großen Pläne erhalten eine Preiserhöhung. Und das ist egal, ob sie im monatlichen Modell sind oder im Einjahresmodell. Also Sie sehen hier oben links die E1, die E3, die E5, die Business Basic, die Business Premium und die E3 erhalten Preiserhöhungen. Das sind Dollarpreise, weil wir aktuell immer noch keine Europreise von der Microsoft erhalten haben. Das wird dann im Februar passieren, aber wir sehen ja hier, das sind die aktuellen UVPs und an denen kann man sich so ein Stück weit orientieren. Also nehmen wir mal eine Business Premium von $20 auf 22. Das sind ziemlich genau 10%. Wir sind aktuell bei 16,90 in Euro. Das Ganze würde sich dann halt auf 18,50 roundabout erhöhen. Das sind aber nicht die einzigen schlechten Nachrichten. Auch die Flexibilität, die Sie heute kennen, viele nutzen sie nicht, haben sie aber. Nahezu jeder Kunde bei uns, und das sind ein paar hundert, ist im CSP Monatsabo. Das heißt, er kann monatlich tagesgenau hoch und runter skalieren. Ist natürlich schön, wenn man wirklich solche Skaleneffekte hat. Das haben allerdings die wenigsten. Und Microsoft erkauft sich jetzt sozusagen diese Flexibilität in Zukunft mit einem Add-on für 20% mehr. Das heißt, mal angenommen, man macht gar nichts. Sie haben 100 Business Premium und behalten die einfach über die nächsten Monate in diesem flexiblen Modell. Dann nehmen wir diese 20 hier oben rechts und links die Business Premium, also nochmal 10%, und haben eine Preiserhöhung von 30% für die nächsten 12 Monate. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, obwohl Erfinder namens Microsoft sich das wahrscheinlich so wünscht. Genau dafür dient dieses Webinar. Also es gibt definitiv Handlungsbedarf. Darüber hinaus gibt es im NCE ein sogenanntes Auto-Renewal. Das kann man an- oder ausschalten. Das heißt, Lizenzen verlängern sich immer automatisch. Das heißt, wir haben ja einen Zeitraum, den wir zum Zeitpunkt X wählen. Also angenommen, wir starten zum 1.3. mit einem monatlichen oder einem 12-Monats-Abo. Dann können wir dieses Auto-Renewal auf on setzen und dann verlängert sich das immer weiter mit den dann gültigen Konditionen. Das empfehlen wir definitiv nicht, weil wir einfach nicht wissen, was dann ist. Es macht, glaube ich, immer Sinn, sie dann in Gespräche zu gehen. Was sind meine Funktionen? Wie viele Lizenzen brauche ich? Gibt es irgendwelche Promos, die interessant sein können? Das heißt, mal angenommen, man würde sich für ein 12-Monats-Programm entscheiden, hat man nur die Möglichkeit, aus diesem Abo rauszukommen, binnen 72 Stunden nach der Buchung. Das heißt, ich buche irgendwas, merke, oh nee, das war doch das Falsche, das bringt mir nichts. Dann kann ich innerhalb von 72 Stunden stornieren. Das ist dann auch kostenneutral. Oder zum Ablauf des Abonnements. Was Neues, es soll 36 Monatsabos geben. Das gibt es jetzt schon ganz, 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 ganz klein. Das heißt, bei Dynamics gibt es das schon.
Im Laufe diesen Jahres soll es auch für die bestehenden Microsoft-Pläne diese 36-Monats-Abos geben und die werden dann natürlich mit besonderen Preisanreizen versehen. Es ist natürlich kein Zufall, dass das erst nach dem 1.3. passiert, also nach der Preiserhöhung. Das heißt, gedanklich wird es wahrscheinlich so aussehen, wenn wir, sagen wir mal, im Q2 oder Q3 die Möglichkeit haben, hier ein 36-Monats-Abo abzuschließen, wird das ja wahrscheinlich nahe an dem liegen, was wir heute schon können. Auch muss man sagen, nur weil Microsoft was ankündigt, heißt das nicht, dass das auch in der Zeitspanne eingelöst wird, wann man sich das erwünscht. Das heißt, sowohl ja auch Funktionen als auch kaufmännische Themen ziehen sich manchmal ganz schön bei Microsoft. Das heißt, hier können wir ihnen kein Versprechen machen, dass die wirklich dieses Jahr kommen oder dass sie wirklich zeitnah kommen. Wichtig ist, die Abrechnung bleibt eigentlich, wie sie ist, egal ob ich jetzt monatlich, jährlich oder dreijährig mein Abo abschließe, ich kann monatlich abrechnen. Ich kann, aber wenn es auch irgendein kaufmännischer Grund für Sie Sinn macht, wenn der Steuerberater sagt, wir brauchen noch was, kann man das aber auch am Block machen. Das wäre nicht das Problem. Darüber hinaus muss man sich diese New Commerce Experience als Sammelkorb einer Subscription vorstellen. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel an. Ich kaufe am 1.3. 100 Lizenzen. Typ erstmal egal. Kann ich, also 100 Lizenzen über 12 Monate, also ein Einjahrespaket, dann kann ich in den Monaten danach immer Lizenzen nachkaufen zu den Konditionen vom 1.3. und zumindest rein technisch und kaufmännisch relativ elegant. Das Renewal Date bleibt das gleiche. Das heißt, dieser Sammelpot, ich gehe von 100, ich kaufe 10 dazu am 1.4., habe 110, enden trotzdem am 1.3. Das heißt, ich kaufe dann auch nur anteilig, ich sage einfach mal für 11 Monate, diese Lizenz. Das macht es zumindest im Handling etwas einfacher. Schön auch, ich kann zu jeder Zeit upgraden. Upgraden nicht nur in der Menge, sondern auch im Microsoft Planuniversum, wenn ich das so nennen darf. Das bedeutet, eigentlich entlang der UVP komme ich von einer E3, kann ich auf eine E5, komme ich von der Business Basic, Standard, Business Premium, das heißt im Endeffekt immer nur nach oben skalieren. Ein Downgrade gibt es nicht. Also egal, ob jetzt in der Menge oder in der Funktion, es gibt keine Möglichkeit, down zu graden. Ich kann nicht von einer E5 auf eine E3. Das sieht dieses Modell nicht vor. Dann stellt sich natürlich die Frage, was habe ich genau jetzt für Optionen? Das erste hatte ich gerade schon mal so angerissen. Ich lasse einfach alles so laufen und ich glaube, das Symbol zeigt es relativ deutlich. Man lässt das Geld einfach so zum Fenster rausfliegen. Ändere ich nichts, habe ich einen Uplift von 20-32%. Ohne irgendeine Funktion mehr, ohne eine Lizenz mehr, ohne alles. Sie können dann natürlich jederzeit kündigen, ich sage mal unterjährig. Und das bringt uns so ein Stück weit zur nächsten Option. Das heißt dann quasi ein bisschen so abwarten und Tee trinken und hoffen, dass es ein 36-Monats-Angebot gibt, was wirklich attraktiv ist. Oder attraktiver ist als das, was wir heute im Februar machen könnten. Ich habe es gerade schon angeteasert, diese 36-Monats-Angebote, wir wissen nicht wann und wie hoch. Da müsste man etwas der Typ für sein, zu zocken. Das heißt, wir tendieren ganz klar zur dritten Option. Und das bedeutet, die jetzigen CSP-Preise, die man hat, zu reservieren und oder abzugraden. Das bedeutet, wenn wir zum Ende oder Mitte Februar den aktuellen Lizenzbestand reservieren, soweit das möglich ist, oder wir 80%, 90%, 95% davon reservieren, weil eine Mischung ist natürlich möglich. Ich kann natürlich 100 mir für ein Jahr reservieren und die 10, wo ich mir unsicher bin, die kann ich im Monatsabo belassen. Wichtig ist, dass ich mir jetzt wirklich Gedanken machen, was sind auch die Funktionen. Ich habe viele Kunden, die darüber sprechen, ich möchte jetzt Intune einführen. Ich bin auf dem Weg zu Windows Virtual Desktop. Solche Überlegungen oder vielleicht auch einen SharePoint, es gibt auch einfachere Themen,
Ja, war irgendwie für Q3 angedacht. Ich bin noch nicht so weit. Dann muss man halt jetzt ganz klar rechnen. Was kostet es mich jetzt zu Mitte, Ende Februar für ein Jahr abzuschließen? Und was könnte es mich kosten, wenn ich dann das im April oder im Mai mache? Da muss man jetzt einfach den Bleistift zücken. Ich habe Ihnen das nochmal einigermaßen versucht, auf einem Zeitstrahl darzustellen. Links, 26.01., das ist heute. Wir haben diese CSP-Option, die wir Ihnen gerade genannt haben. Das heißt, es macht absolut Sinn, sich heute hinzusetzen und ja, im Endeffekt eine Beratung einzuholen. Was möchte ich die nächsten 12 Monate im Microsoft-Universum zu machen? Daraufhin natürlich ein Angebot und natürlich ja, im Optimalfall kurzfristig ordern. Am 1.3., wie gesagt, also heute in einem Monat, startet die New Commerce Experience. Die sechs ja, fast beliebtesten Pläne kriegen Preiserhöhungen zwischen 10 und 12%, teilweise sogar mehr, wenn man jetzt bei den ganz kleinen ist. Die gehen von 5 auf $6. Und wenn ich diesen monatlichen Flex haben möchte, dann kriege ich nochmal 20%. Also nochmal. Ich kann es nicht oft genug rot anmarkern, ganz schnell 30%, wenn kein aktives To-Do vorliegt. Nach dem 1.3. läuft dann NCE. CSP, Microsoft nennt es dann CSP Legacy, ist tot. Wir kommen dann nicht mehr zurück. Wir bewegen uns dann nur noch mit diesen NCE-Preisen. Während dem Jahr habe ich natürlich trotzdem die Möglichkeit, mal angenommen, ich habe jetzt im Februar mich auf was committed, etwas reserviert. Habe ich natürlich trotzdem die Möglichkeit zu schauen, okay, heute gibt es jetzt das 36-Monats-Angebot und das passt für mich und ich weiß, dass ich die nächsten 3 Jahre exakt diese 100 Lizenzen brauche. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, jo, ich grade ab ins NCE. Muss man dann quasi immer kontrollieren. Wir halten sie natürlich am Laufenden, wenn die Angebote rauskommen, gehen natürlich auch dediziert auf sie zu. Und dann kommt irgendwann der 1.3.23, also heute in 13 Monaten. Dann endet natürlich die Preisbindung vom Februar. Das heißt, wenn wir jetzt im Februar was für 12 Monate festmachen und länger können wir es nicht, endet die 23. Da ist dann natürlich so die Hoffnung, ja, sie ist grün. Grün passt ja immer ganz gut mit der Farbe der Hoffnung. Ja, welche Promos gibt es dann von Microsoft? Was kann ich wie kombinieren? Was machen die 36-Monatsverträge? Das heißt auch mal ganz klar, bitte bis Mitte Februar handeln. Und wir als PCO sind dann ja auch nur so ein Stück weit Mittelsmann. Wir brauchen ein aktives To-Do von Ihnen. Das heißt, wir versuchen natürlich auf Sie zuzugehen. Wenn es aber kein To-Do gibt, wir können nicht für Sie einfach das umstellen ins einjährige Modell. Mal angenommen, wir haben ja eine Vertragsgrundlage, dass Sie monatlich kündigen dürfen. Und wir würden das umstellen und Sie möchten dann im Mai kündigen, weil, warum auch immer, ganz egal. Dann hätten Sie ja gegenüber der PCO das Recht, wir aber nicht gegenüber der Microsoft. Das heißt, Sie müssen auf uns zukommen, beziehungsweise wir nehmen natürlich auch den Kontakt auf. Es muss aktiv gehandelt werden. Das Gleiche gilt dann auch nochmal im Februar, also 23, in jetzt 13 Monaten. Wenn da dann die Preisbindung abläuft, werden auch wir wieder mit Angeboten auf Sie zukommen und versuchen, Ihnen das Bestmögliche ja, nahezubringen. Was dann State of the Art ist. Ist natürlich ein bisschen in die Glaskugel schauen. Aber hier muss man sich auf jeden Fall schon mal den Marker setzen. Um das Ganze für den Februar ein bisschen anzureichern, haben wir von der PCO uns Gedanken gemacht und haben auch am Markt festgestellt, okay, es gibt andere Marktbegleiter, die Bundle schnüren mit den, ich sag mal, beliebtesten Lizenzen und M365 Backup-Lösungen. Die Business Premium ist bei uns die ja, mit Abstand meistverkaufteste Lizenz. Sie umfasst eigentlich das, was der aktuelle Modern Workplace so benötigt. Das fängt natürlich ganz klein an bei den üblichen Office-Anwendungen, die lokal installiert werden können, geht dann über die, ja, ich sag mal, etwas neueren Medien, OneDrive, SharePoint und ganz wichtig natürlich Teams. Der Exchange Online ist da mit drin. Ja, für die Endpoint Protection ist der Defender mit drin. Für das Endpoint Management, das Intune, für Mehrfaktor-Authentifizierung oder Conditional Access ist der Azure AD Premium P1 mit drin. Für einige Kunden, beziehungsweise einige wenige, muss man schon noch sagen, ist jetzt nicht das Gros, ist der Azure Virtual Desktop. Ja, die Weiterentwicklung vom Terminal Server auch ganz interessant.
Das heißt, auch viele Citrix-Kunden sind ein Stück weit ja, neugierig geworden, wie weit diese Technik schon ist. Und da kann ich Ihnen das wirklich nur ans Herz legen. Es ist ein absolut marktfähiges Produkt, worüber man ja, relativ schnell Desktops virtualisieren kann. Und das, ja, ich sag mal, zu einem sehr günstigen Preis, weil über diese Lizenz ist es mitlizenziert. Das heißt, ich muss über die Azure Consumption nur noch die Ressourcen zur Verfügung stellen. Am Ende des Tages deutlich günstiger wie Citrix, aber auch noch nicht auf dem Niveau. Aber vielleicht kann es ja für den einen oder anderen interessant sein. Wichtig auch in der Business Premium sind Shared Computer Activision Lizenzen. Die behalten ja, beinhalten ja nicht ganz so viele Lizenzen. Diese Lizenz haben wir auf jeden Fall genommen und haben daraus ein Bundle geschnürt mit einem Backup-Anbieter, einem Cloud-Backup-Anbieter. Microsoft sagt ja ganz klar, wir stellen die Ressourcen, aber für deine Daten bist du verantwortlich. Das heißt, heute gibt es eigentlich zwei echte Bedrohungslagen für meine Daten. Die eine kommt so ein Stück weit von außen. Das ist das Virus, der Hacker. Das ist so der absolute, ich sage mal, Worst Case. Und dann gibt es auch noch den unbedachten User. Und zweiterer ist meistens eigentlich der mehr Probleme macht. Es gibt bei einigen Themen kein Papierkorb, zum Beispiel in Teams. Ein Planner, ich habe ein Plannerboard, ein User, vielleicht noch nicht ganz so geschult, löscht da mal ein, zwei Buckets, die sind erstmal nominell weg. Und das kann viel Arbeit verursachen. Das heißt, um diesen Themen vorzubeugen, es ist ja nahezu ja, die Pflicht für Sie, ein Backup zu wählen. Und wir haben uns nicht versteift auf ein, wir haben bei der PCO mehrere Anbieter im Portfolio haben aber jetzt dediziert hier keine niedergeschrieben. Dahinter verbergen sich im Endeffekt entweder die Lösung von Hornet oder von AvePoint. Das ist so ein Stück weit abhängig. Was sind denn meine Rahmenparameter? Habe ich vielleicht schon vom einen oder anderen was im Einsatz? Hornet vielleicht ein bisschen mit dem Vorteil, ja, ich bin zumindest nominell in Deutschland. AvePoint vielleicht von der Größe und ja, von der Funktionalität etwas besser noch. Wir haben ja immer damit, dass ich glaube, 99% aller Top 500 Unternehmen dieses Produkt einsetzen. Auf jeden Fall haben wir diese beiden Produkte vereint und bieten Ihnen die jetzt im Februar über 12 Monate hinweg für 16,50 ein. Das bedeutet, der normale UVP von Microsoft Business Premium liegt ja bei 16,90 und ein Backup ja, bei roundabout nochmal circa 4 € und das können wir Ihnen jetzt im Februar anbieten für 16,50. Das heißt, so können wir zumindest auch mal funktional noch ein Add-on mit reinlegen und freuen uns doch, dass da die Hersteller und Anbieter uns etwas entgegengekommen sind. Was sind jetzt die aktuellen To-Dos für Sie? Egal für was Sie entscheiden, seien Sie auf jeden Fall proaktiv bis Mitte Februar. Es muss irgendein ein Akt von Ihnen auf uns zugehen, der besagt, was Sie mit Ihren Lizenzen machen möchten. Prüfen Sie ganz klar Ihren Lizenzbestand. Welche Lizenzen benötigen Sie? Wie viel kann ich davon reservieren? Skaliere ich überhaupt nach oben oder unten und so weiter? Das heißt, jetzt ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was brauche ich für die nächsten 12 Monate? Weil ich kann natürlich auch mir einen kleinen Puffer anlegen. Das heißt, wenn ich jetzt 95 User habe, dann gehe ich jetzt schon auf 100, weil ich optimistisch bin und auch die Rückendeckung von der Geschäftsführung habe, zu wissen, alles klar, wir wachsen. Wir wagen es jetzt schon, die 5 User mehr zu nehmen. Das Gleiche gilt halt auch für die M365-Funktion. Wie sieht Ihre, meine Agenda aus? Macht es jetzt Sinn, sich noch für den März oder vor dem März Lizenzen mit Funktionen zu sichern, um so einen günstigeren Preis zu haben? Gehen Sie gerne über csp@pco-online.de. Hier versuchen wir das zu koordinieren und zu sammeln. Ansonsten gerne auch über die bekannten PCO-Ansprechpartner. Also wenn Sie einen anderen Kollegen von mir als Ansprechpartner haben, können Sie genauso auf den zugehen. Bitte nicht über die Info-Ad oder im schlimmsten Fall das Fax. Es ist nicht so, dass das nicht getrackt wird, aber da sind die Wege dann doch etwas weiter, sage ich mal.
Auf der nächsten Folie noch einmal ganz kurz meine Kontaktdaten. Wenn Sie direkt mit mir Kontakt aufnehmen möchten, können Sie das gerne, gerne machen. Dann versuche ich mir die Zeit zu nehmen. Bin selbstverständlich bereit, sämtliche Termine und Fragen wahrzunehmen. Wir haben aber ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, bei Webinaren ist es ja manchmal ganz unterschiedlich, wie jetzt das Feedback ausfällt an Fragen. Mal ist das mehr und mal ist das weniger. Sie können jetzt eher allgemeinere Fragen stellen, Sie können aber auch sehr dediziert Fragen stellen. Am Ende gibt es natürlich ja, keine falschen oder dummen Fragen. Das meiste ist ja auch relativ unverbindlich, auch wenn Sie jetzt mit Ihrem Namen da stehen und man vielleicht die Organisation zuordnen könnte. In der Regel sind das ja Fragen, die eigentlich alle angeht. Dann wäre es das eigentlich schon mit meinem aktiven Part, zumindest mit meinem Folienpart. Switch ich mal rüber und guck mal, ob im Q&A was aufgelaufen ist. Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Zur Info, die Mikrofone werden jetzt für alle Teilnehmer freigeschaltet. Ah, wunderbar. Dann könnten Sie jetzt, wenn Sie möchten, ja, entweder schreiben und oder ja, einfach losreden. So, da haben wir die erste Frage. Gibt es neue Funktionen, die Microsoft in aktuelle Pakete hinzufügt? Beispielsweise Business Premium hatte meines Wissens nach vorher keinen Defender mit dabei. Das ist richtig. In der Business Premium gibt es jetzt neue Security Features. Man muss beim Defender immer ein Stück weit achten, was da dahinter steht. Es gibt quasi unterschiedliche Defender. Das ist jetzt aber eigentlich sogar unabhängig von der NCE. Das heißt, zum Jahr 2022 hat Microsoft hier funktional Umstellungen gemacht. Aber, ich habe es eingangs kurz erwähnt, das Ziel ist es jetzt nicht von Microsoft im NCE wieder sämtliche Produkte mit neuen Features zu versehen. Also eigentlich läuft das per se so weiter. Aber es ist richtig, die Business Premium wird erweitert um mehrere Security-Features. Das heißt, wenn Sie die einsetzen, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Dann kann ich das ein Stück weit ausführen, welche Möglichkeiten damit gegeben sind.